Wir gehen natürlich weiter, es soll nicht so langweilig werden. Was ich nicht glauben kann, ist, dass es mit der Gedankenblase so smooth gelaufen ist. Ich dachte, die würde komplizierter werden. Sagt. Und zwar, ich glaube, das war gar keine Zeichnung von mir, sondern es war ein Greenscreen-Effekt, den ich runtergeladen habe. Ist die Scheiße. Ja, aber ich musste es halt trotzdem alles getrennt zeichnen. Ich musste zeichnen, wie Jacko in diese Ecke hinschaut. Und im Prinzip war einfach gar nichts da. Ich schätze mal, das ist hier. Ja, doch. Hier kann man sehen, das ist ein Effekt, den ich hinzugefügt habe. Aber Peter wurde halt gezeichnet und da eingefügt. Hier ist ein Blend-Effekt. Er soll ja nicht aus dem Nix erscheinen. Tja. Das ist deine Geschenke unverzüglich 7 Stunden vorher. Das passiert auch ziemlich oft, dass das Programm einfach die ganze Zeit laggt und es geht mir so auf die Nerven. Hier ist noch ein etwas crazier Zoom. Hier habe ich das Bild noch ein bisschen gedreht mit dieser Funktion hier. Hier kann man es drehen. Und dann kommt etwas, was gar keinen Sinn gemacht hat, weil ich habe eine Dubstep-Szene hinzugefügt. Die war eigentlich gar nicht geplant. Die stand nicht in meinem Drehbuch drin. Das ist einfach total die Arbeitsweise von Peter Dapfel. Manchmal gibt es einfach nur Witze, nur damit es Witze gibt. Und hier gibt es noch crazier Kameraeffekte. Ich habe hier im Sekundentakt die Bilder nochmal eingefärbt in andere Farben. Hier ist alles rot eingefärbt, ja so pink, hier ist alles grün und da wechseln sich halt alle Farben ab, mit einem Zoom kombiniert. Das hier war tatsächlich eine Zeichnung, die ich auf dem Blog gemacht habe. Die war Teil meines Drehbuchs. Das musste einfach dabei sein. Womit ich angefangen habe, in dieser Staffel ist auch traditionelle Sachen einzufügen, die ich mit Hand gezeichnet habe. Die werden dann gescannt und eingefügt. Ist wohl heftig, weil es gibt manchmal so Sachen, die kann man einfach nicht auf dem PC zeichnen. Die kann ich nur per Hand zeichnen. Ist auch viel besser und es geht viel schneller. Wir haben eine Folge vor, die kommt vielleicht Mitte vom Jahr und ich glaube, die würde ich gar nicht machen, wenn es nicht die Option geben würde, dass ich mit Hand zeichnen könnte. Weil es wäre einfach, ich glaube, es wäre zu viel Aufwand. Das einzige Problem bei der Sache ist, ich muss halt auch immer den Hintergrund entfernen. Da bleiben diese weißen Reste da stehen. Ich weiß nicht wieso, es geht halt nicht weg. Also ich habe halt basically Jacko gezeichnet. Und ja, ich musste es tatsächlich zeichnen. Das ist nicht mal sein, ist nicht mal sein richtiges Modell, sondern ist einfach nur diese Spitze da. Ja. Und ich habe auch immer schön drauf geachtet, dass diese Mütze immer benutzt wird. Ja, hier sind noch kurz die Striche. Zum Signalisieren von Geschwindigkeit, wisst ihr. Das Video hier ist auch von YouTube. Ich habe mir gedacht, okay, so ich übertreibe mal voll meine Lage und benutze einfach mal diese Partysequenz. Die habe ich auch verschieden eingefärbt an verschiedenen Stellen. Zusammen sieht es dann halt so aus. Ja, die beste Szene aller Zeiten kommt jetzt. Und zwar macht Drake Rustam. Diese Figur hat wieder einen Auftritt. Das war auch gar nicht geplant, aber ich habe mir dann so gedacht, hey komm so, wie wäre es, wenn er wieder tanzen würde? Tanzen ist eigentlich sogar ziemlich schwer zu zeichnen. Wenn man irgendwas falsch macht, dann kann es einfach zu zackig aussehen und total billig. Es war auch gar nicht mal so einfach, mir zu überlegen, hey so, wie können die Tanzmoves aussehen? Ich meine, ich habe hier gar nichts zur Referenz gehabt. Jedenfalls ist Stampfen ein totales Element von Rustam. Oh, und man kann hier auch sehen, wie ich hier die Kamera schwenke und so. Es wertet es halt nochmal auf. Und hinten im Hintergrund ist auch nochmal die verschiedenen Farben. Das war ziemlich viel Arbeit, wie man hier sehen kann. Also es ist nie einfach, so eine Folge zu machen, glaubt mir. Das ist auch der Grund, warum halt auch nicht so viel rauskommt. Nee, das ist nicht der Grund, aber es ist ein Grund, warum die Folgen nicht wirklich nach einem Tag oder so rauskommen. Oder warum die nach einem Tag fertig sind. Ich wollte dann halt auch, dass das spinnt. Und hier wird es interessant, weil eigentlich hatte ich vor, dass er wie ein normaler Mensch so auf diese Weise spinnen würde. Und zwar auf seinen Arsch. Aber da haben wir die Folge mit DRM angeschaut. Und er hat gesagt, oh, du hast die Chance verpasst. Er hätte auf seinen Zinken spinnen können. Und dann habe ich halt gedacht, okay, komm, so, ich mach's rein. Wir haben noch einen Tag. Zeit reicht. Also Animation Credits gehen auch an ihn raus. Um das halt auf ein nächsten Level zu bringen, habe ich halt gedacht, wie wäre es, wenn er live performt auf so eine Bühne. Das Bild ist auch von Google. Diese Mütze hier habe ich eingefügt. Ich wollte trotzdem, dass hier so ein Weihnachtsvibe wäre. Eigentlich hätte ich ihn vielleicht sogar auf seinen Kopf gesetzt, aber das wäre zu viel Arbeit gewesen, weil die Animation war schon fertig. Es war halt schwer, es nochmal auf seinen Kopf zu platzieren. Und so kam es halt zustande. Eigentlich sollten halt wirklich nur 3 Sätze werden und dann wurde halt sowas da draus, sowas wurde eingefügt. Ja, aber so kann man halt sehen, wie der Arbeitsprozess immer bei uns ist, wie schon vorhin gesagt. Manchmal kommen da auch so spontane Ideen. Ja, und ich wollte einen funny Sound haben, so wie mich interessiert, von wo ich den Sound habe. Weil das klingt nach so einem SpongeBob-Shit, um ehrlich zu sein. Vielleicht habe ich sogar den exakten Sound. Ja doch, ich glaube, ich habe so einen Sound benutzt von SpongeBob. Genau so wie du auch.
Aber das sollte halt funny klingen. Das war auch Teil von meinem originalen Storyboard, also mein Drehbuch. Es sieht schon ein bisschen trashig aus. Ich habe mir so gedacht, sieht es nicht so ein bisschen zu komisch aus? In einer schlechten Weise, aber ich habe es halt trotzdem gelassen. Ich glaube sogar, dass er am Anfang gar nicht reingeschaut hat. Ich glaube, er hat nur irgendwas rausgeholt. Da. Ja, hier sind gelöschte Szenen und so. Okay, gut, er schaut rein, aber es sollte eigentlich anders sein. Hier ist übrigens Peter mit Onkel Jack zu sehen. Ich habe auch voll Bock bekommen, Sachen einzubauen, die halt hinter der Kamera stattfinden. In der Folge YouTube Shorts gab es da so eine besondere Sache, die im Hintergrund zu sehen war, zum Beispiel. Schaut die Folge gar nicht, ich sage es nicht hier, ihr müsst es anschauen. Und du kriegst es erst einen Tag später? Hey! Hier war auch ein sehr starker. Für den Drama gab es hier dann nochmal so eine starke Kamerafahrt. Und dann geht die Kamera nochmal zurück. Ich bin gut in der Among Us. Das war eigentlich alles. Wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt oder sogar einen Vorschlag habt, zu welcher Folge ich so ein Video machen sollte, dann schreibt es in die Kommentare oder lasst ein Like da. Ja, es kommen noch weitere Folgen irgendwann. Und ja, ich bin raus. Ciao.